Hallo YouTube, ich möchte mit euch heute über Netflix sprechen. Netflix, was ist das eigentlich? Netflix ist neben Amazon der Streaming-on-Demand-Service schlechthin und bietet mit ganz vielen, vielen, vielen Filmen, Serien und Dokumentationen auch ganz viele oder ein breit gefächertes Spektrum an Filmen und Serien, was man anschauen kann. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um einen Streaming-on-Demand-Service, bei dem ihr eure Filme oder Serien, die ihr anschaut, nicht kauft, sondern auf eurem Gerät quasi nur anschauen dürft, auf euer Gerät streamt. Da gibt es momentan die drei Abo-Modelle Standard, HD und Premium. Bei Standard habt ihr momentan nur Standardqualität und ein gleichzeitiges Gerät pro User. Bei HD habt ihr HD-Qualität, wie der Name schon sagt, und bis zu zwei gleichzeitige Geräte. Dann gibt es noch Premium, da habt ihr bis zu vier gleichzeitige Geräte und eben mehr als HD-Qualität, das heißt 4K ist auch dabei. Und dann ist jetzt im Gespräch seit einigen Tagen, dass Netflix ein neues Abo-Modell einführen möchte, was sich Ultra nennt. Dieses Ultra-Abo-Modell, so kursieren die Gerüchte, soll nicht allen Nutzern angezeigt werden. Mir zum Beispiel wurde es bisher auch noch nicht angezeigt und ich konnte auch noch nicht dazu upgraden. Auch nicht als Neukunde wurde es mir auch nicht angezeigt, also im ausgelockten Zustand. Und da kursieren eben die Gerüchte, dass es dazu keinen festen Preis gibt momentan. Und dazu habe ich mal von Cashys Blog einen Blogartikel gefunden, wo ich euch das offizielle Netflix-Statement mal vorlesen möchte. Und zwar hat Netflix sich dazu geäußert und gesagt, Netflix testet kontinuierlich Neues und die Tests unterscheiden sich normalerweise in ihrer Zeitdauer. In diesem Fall testet Netflix leicht unterschiedliche Preishöhen und Features, um besser zu verstehen, wie Verbraucher den Wert von Netflix einschätzen. Nicht alle werden diesen Test sehen und möglicherweise werden die im Test angebotenen spezifischen Elemente Mitgliedern nicht angeboten. Das würde das, was ich gerade gesagt habe, unterstreichen, was ich gesagt habe, dass es mir nicht angezeigt wurde und auch nicht viel, auch vielen anderen Nutzern nicht. Und da würden die Preise halt momentan zwischen 16,99 € und 19,99 € schwanken. Für dieses Ultra-Angebot bekommt man dann zusätzlich bessere Audioqualität und HDR-Support, also High Dynamic Range. Quasi mehr Kontrast halt Unterschied. Mein Fazit zu Netflix, also zu dieser Preispolitik, ist natürlich, es ist interessant zu sehen, dass Netflix natürlich auch die User mit einbindet und die Preise erstmal testet, um zu schauen, was sind die User bereit zu zahlen und was ist dann schon wieder zu teuer. Ich persönlich nutze Netflix und mein Fernseher unterstützt 4K und HDR und dadurch würde es sich natürlich auch lohnen, eventuell darauf zu upgraden. Allerdings sehe ich es nicht ein, mehr als den momentanen Preis von 13,90 € oder viel mehr dazu bezahlen, weil es eben nicht so viel Mehrwert bietet, als das aktuelle Premium-Abo halt eben auch schon bietet. Aber es bleibt natürlich abzuwarten, was Netflix da macht und was eben nicht. Es würde mich natürlich interessieren, würdet ihr sowas nutzen, beziehungsweise würdet ihr upgraden, sobald es verfügbar wäre? Oder wie viel würdet ihr dafür ausgeben wollen, freiwillig, wo ihr sagt, monatlich, das ist noch verschmerzbar als Aufpreis? Oder allgemein, nutzt ihr Netflix schon oder nutzt ihr Netflix nicht? Oder wenn nein, warum nutzt ihr es nicht? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!